Hi, hier ist Affinity Jack. Und heute zeige ich euch, wie man eine Komposition und eine Morgenstimmung in Prag gestalten kann. Ich kann ja erstmal etwas zu dem Fotografischen sagen. Ich habe natürlich erwartet, dass ich zum Sonnenaufgang bin, ich hier nicht Sonnenuntergang, sondern zum Sonnenaufgang hier bin und etwas Farbe im Himmel haben werde. Das war nicht so, obwohl das ein total heißer Sommertag wurde, ohne Wolken, war morgens Dunst hier und es gab im Prinzip keine Färbung. Der erste Tipp dazu, stellt in eurer Kamera den Weißabgleich von Automatik auf bewölkt und dann erschien plötzlich so ein schöner, feiner Rotstich, den wir nachher noch etwas verbessern können. Dann habe ich ja gesagt, war ich zum Sonnenaufgang da und nicht zum Sonnenuntergang. Das spielt natürlich einmal die Rolle, aus welcher Richtung dann das Licht kommt, wie man es haben will. Aber hier an diesem speziellen Ort hat man zum Sonnenuntergang gar keine Chance. Die Brücke ist so überlaufen, dass man im Prinzip gar kein Pflaster mehr sieht. Also möchte man die Brücke menschenleer haben oder mit wenig Menschen, also der Fokus soll auf diese Architektur liegen und nicht auf die Menschen, dann würde ich empfehlen, mach das zum Sonnenaufgang. Trotzdem werden immer noch ein paar Menschen unterwegs sein und da kann man sich dann Abhilfe schaffen, indem man eine Langzeitbelichtung macht. Dann werden die Menschen auf dem Bild verschwinden, außer sie lehnen irgendwo jetzt hier an einer Mauer und bewegen sich nicht. Das war bei mir nicht der Fall und deswegen sieht dieses Bild jetzt tatsächlich menschenleer aus. Und den letzten Tipp, den ich geben würde, wenn man hier so auf der Brücke steht und normal fotografiert aus normaler Augenhöhe, würde das grundsätzlich wahrscheinlich eine schöne Perspektive sein, aber es fehlt Vordergrund. Und bei diesen Sachen, wo man so eine Straße entlang fotografiert, auch wenn es jetzt hier ein Fußweg ist, aber der Verlauf der Straße da ist, dann kann man einen künstlichen Vordergrund schaffen, indem man eine niedrige Position wählt. Also ich hatte hier so ein Mini-Stativ, das hier so 30, 40 cm über dem Boden ist. Dadurch schafft man einen künstlichen Vordergrund und der muss, so wie hier in dem Fall, auch gar nicht gestochen scharf sein. Gut, dann habe ich schon ein bisschen was zur Komposition und zu meinen Vorbereitungen im Kopf gesagt. Und das geht's los, was wir jetzt so mit der Fotobearbeitung in Affinity Photo machen. Da würde ich tatsächlich erstmal das Bild zuschneiden. Und zwar deshalb, weil wir eben, ich habe zwar gesagt, einen künstlichen Vordergrund schaffen, aber davon haben wir eben gerade auch sehr viel. Und wir haben tatsächlich auch gerade sehr viel Himmel, aber ohne dass an dem Himmel jetzt hier was Besonderes los ist. Insofern würde ich jetzt sagen, ich schneide das auf das Format 16:9 zu. Das kann man sich hier einstellen. So, jetzt habe ich das hier schon ziemlich mittig ausgerichtet, aber ich achte mal jetzt darauf, dass nicht dieser Turm, das Stadttor, mittig ist, sondern ich achte mal darauf, dass die beiden Laternen symmetrisch sind. Und deshalb würde ich hier noch ein ganz klein wenig ziehen. Dann gehe ich auf Enter und habe den Zuschnitt vollendet und stoße jetzt auf das nächste Problem, nämlich, dass ich weiß nicht, woran das jetzt so liegt, ob ich die Kamera vielleicht schief eingespannt habe. Auf jeden Fall ist das Bild nicht gerade. Man sieht es hier an den Fugen, also die gilt es jetzt gerade zu ziehen. Und ich sehe aber auch schon mit dem bloßen Auge, dass die Höhe der Mauer hier gar nicht parallel verläuft. Also das Ganze kippt so ein bisschen. Das können wir jetzt perspektivisch entzerren und gerade richten. Man kann sich auf das Auge verlassen, beziehungsweise hier hat man ja eine Hilfslinie, nämlich die Fugen. Aber hier hätte ich jetzt vielleicht doch so ein bisschen Probleme, hier eine gedachte gerade Linie zu sehen. Und deswegen ziehe ich mir Hilfslinien. Dazu muss man erstmal eine Vorbereitung treffen, nämlich auf Ansicht müssen die Lineale eingeblendet sein. Wenn das der Fall ist, nimmt man das Verschiebewerkzeug und dann kann man nämlich von dem Lineal, deswegen ist es wichtig, dass es eingeblendet ist, von dem Lineal aus mit gedrückter Maustaste eine Hilfslinie ziehen. So, jetzt gucke ich hier mal so auf die Mauer, habe jetzt also hier den Abschluss und da nicht. Und das nehme ich mir jetzt mal zur Hilfe, indem ich jetzt den Live-Filter Perspektive nehme. Etwas rauszoome. Mal das ein bisschen beiseite mache. Und dann werde ich erstmal im ersten Schritt dafür sorgen, dass diese Fugen hier gerade und parallel sind. Und im zweiten Schritt, dass die Mauer hier parallel ist. Und dazu sieht man, dass ich hier das Bild auf der linken Seite anheben muss. Also etwa so. Und dann würde ich noch
Man sieht, dass jetzt die beiden Laternen nach innen kippen. Jetzt könnte man hier auch waagerechte Höchstlinien noch ziehen, aber das mache ich jetzt tatsächlich mit dem Auge, dass man das jetzt noch ein bisschen gerade zieht. So, jetzt bin ich der Meinung, habe ich es gerade gezogen. Also bestätige ich das Ganze, ziehe mir diese Hilfslinie wieder raus, indem ich sie einfach wieder zurück bis zum Lineal ziehe und kann jetzt anfangen zu arbeiten. So, das Erste, was mir hier auffällt, ich habe es mit dem Unterbelichten etwas übertrieben. Also ich wollte sicher gehen, dass die Reflexionen hier in dem Pflaster nicht völlig ausbrennen. Das ist mir so gesehen auch gelungen. Allerdings ist das Bild eben wirklich sehr unterbelichtet, sehr dunkel. Das sieht man auch auf dem Histogramm. Wenn man jetzt mal von den Lichtpunkten, die natürlich die Lichtquelle sind, mal absieht, fehlen sehr viele Informationen. So, das kann ich jetzt einfach wieder korrigieren, indem ich eine Anpassungsebene Belichtung erstelle. So, das kann ich natürlich hier auf dem Histogramm gucken, aber ich bin immer der Typ, der eigentlich so ein bisschen nach Gefühl, der so guckt. Und ich würde mal so bis zu diesem Wert hier so rangehen. Also in dem Fall zwei Blendenstufen hoch, so eine ganze Menge. Man sieht, dass hier hinten jetzt voll was anschlägt, aber davon lasse ich mich gar nicht so irritieren. Das ist im Wesentlichen das hier. Das kann ich im Prinzip auch noch korrigieren. Jetzt passiert auf dem Pflaster nämlich tatsächlich das, was ich vermeiden wollte. Hier fängt es auszubrennen. Also auf dem Pflaster möchte ich nicht, dass es ausbrennt. Also kann ich mit dem Pinsel Farbe Schwarz, kann ich jetzt hier raufgehen und es wieder rausnehmen. Dazu gehe ich aber mit der Deckkraft gehörig runter. Mach den Pinsel auch ganz weich und gehe mal auf diese Stellen hier mal so drauf und dann kriegt man wieder ein klein bisschen von diesen Details, die man gerade sich zerstört hat, zurück. Vielleicht auch hier noch ein klein bisschen, das reicht schon. Ich zeig mal ein Vorher-Nachher und finde das so jetzt erstmal bezogen auf diesen Bereich hier besser. Nun habe ich ja gesagt, habe ich bereits in der Kamera den Weißabgleich dahingehend verändert, dass das Ganze wärmer wird, was mir grundsätzlich gefällt. Hier unten ist es mir bei dem Pflaster gerade ein bisschen zu doll. Also werde ich hier unten den Weißabgleich jetzt verändern. Und zwar, indem ich eine Anpassungsebene Weißabgleich nehme. Ich achte jetzt also nur auf diesen Bereich hier und sage, das möchte ich ein bisschen kälter haben. Nehmen wir mal so diesen Wert. Was mir jetzt natürlich nicht gefällt ist, ich zeige es mal, dass ja das ganze Bild jetzt kälter wird und auf den Himmel bezogen gefällt mir das ja eigentlich. Also nehme ich ein Verlaufswerkzeug und maskiere mir diese kühlere Stimmung jetzt ausschließlich in den unteren Asphaltbereich hinein. Den Übergang kann ich jetzt hier auch noch variieren. Das hat jetzt hier nicht so eine riesige Auswirkung. Aber ich würde mal das Ganze so machen. Ich zeige mal den Vorher-Nachher-Effekt. Also der Asphalt, das Pflaster hat jetzt mehr eine Farbe wie Grau und Stein und nicht ganz so rot. Im Umkehrschluss möchte ich aber, dass die kleine Rotfärbung der Wolken noch ein bisschen verstärkt wird. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber auch dazu geht wieder das Ganze mit dem Weißabgleich. So wie hier. Also ich nehme mal noch eine Ebene Weißabgleich und gucke mir jetzt mal nur an, was hier mit diesen roten Wolken passiert, indem ich also hier das Ganze ein bisschen wärmer mache. Problem ist ja, dass jetzt gerade alles wieder wärmer wird. Nehmen wir mal so diesen Wert, vielleicht ein bisschen mehr. Invertiere das Ganze, nehme mir einen Pinsel, wieder ganz weich. Diesmal aber die Farbe weiß, damit es wieder durchkommt. Und jetzt habe ich praktisch alles wieder verdeckt. Alles ist so wie vorher, wenn man es sieht. Außer, dass ich jetzt hier anfangen kann, ein bisschen Rotfärbung reinzumalen. Ich weiß nicht, wie sehr man das jetzt bei euch auf den Computern sieht, weil der Unterschied ist jetzt nicht so riesig. Aber ich finde, er macht es doch ein bisschen kompletter. Ich zeige mal vorher, nachher und hoffe, dass man das auf euren Computern sieht. Jetzt hat man natürlich einen Extremfluchtpunkt durch diese Straße, begleitet von den Lichtern und das Ganze mündet dann nachher in diesem Stadttor. Das heißt, man guckt automatisch hier hin. Man bräuchte jetzt also das, was ich jetzt gerade vorhabe, will ich nur sagen, nicht machen. Das ist eine Option. Ich möchte also den Blick hier noch weiter hinlenken, indem ich oben und unten etwas abdunkle. Also ich nehme mal nochmal eine Belichtungsebene und zeige euch damit, was ich meine. Also wenn ich so eine kleine Vignette mache, jetzt achte ich erstmal auf den Himmel, gehe also ordentlich runter, sagen wir mal so, jetzt sieht es natürlich fast wieder so dunkel aus wie vorher, aber ich nehme jetzt das Verlaufswerkzeug und ziehe mir das nur auf den Himmel. Dann kann man vielleicht verstehen, was ich meine.
Und das gleiche mache ich jetzt mit dem unteren Bereich. Auch hier mache ich es dunkler, gehörig, sage ich mal. Und nehme wieder ein Verlaufswerkzeug und habe jetzt tatsächlich so diese Morgengraustimmung. Aufgrund der Struktur mit den Steinen würde ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen Kontraste reinbringen. Ist aber wie bei vielen ja auch eine Geschmacksfrage. Ich zeige es euch mal und zwar ganz normal, ohne viel Aufwand, einfach den Kontrast ein bisschen hochziehen. Das mal so nehmen, da Kontraste automatisch natürlich die Schatten abdunkeln, das Ganze gleich wieder ein bisschen aufhellen und finde, dass es so gleich viel besser aussieht. Ich zeige es mal hier. Denn auch die Farben werden kräftiger und das gefällt mir hier ganz gut. Jetzt würde ich zum letzten Schritt kommen und zwar Dodge and Burn. Mir geht es jetzt um Folgendes. Es sind hier einige Bereiche sehr dunkel, also insbesondere dieses Stadttor. Es ist aber schon ein wichtiger Blickfang und den möchte ich jetzt aufhellen. Also mache ich jetzt erstmal einen Screenshot und nehme jetzt das Abwedeln-Werkzeug, was also bedeutet, es wird heller. Wähle dazu den Bereich Schatten aus, denn es geht um die dunklen Bereiche. Jetzt gucke ich mal, mit der Deckkraft bin ich bei 50% und gehe jetzt mal hier so ein bisschen über den Turm und will den jetzt mal selektiv ein bisschen aufhellen. Also ich kann mit der Deckkraft durchaus noch ein klein bisschen hoch, wie ich gerade sehe. Er ist eben doch sehr dunkel. Das gleiche hier auch mit diesen Statuen und mit der Mauer, die dorthin führt. Das würde ich jetzt bei der Gelegenheit auch nochmal machen. Man kann hier auch ein bisschen Feinarbeit machen und unterschiedliche Helligkeitstöne machen. Ich zeige es jetzt, das habe ich auch auf dem Thumbnail gemacht. Hier zeige ich es nur mal schnell. Also das ist das Wesentliche, worum es mir geht. Ich möchte vielleicht hier noch ein bisschen mehr Kontur reinkommt. Dann zeige ich jetzt bis hierhin mal den Vorher-Nachher-Effekt. Also ich würde hier noch ein bisschen mehr durchaus machen. Aber für das Video, wie es funktioniert, würde ich euch hier zeigen. So, jetzt zeige ich euch mal alle Arbeitsschritte, die wir so gemacht haben. Wir haben mit diesem Bild begonnen und sind mit ein paar kleinen Bearbeitungsschritten hier gelandet. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen, in eurer Stadt vielleicht auch mal morgens aufzustehen. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.